Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich möchte gerne heute meine Reihe der Beauty-Sammlung vorstellen, weiterführen. Und zwar habe ich heute für dich die Probensammlung. Hier sind meine ganzen gesammelten Werke drin. Ich habe ja einiges aus Zeitschriften, aus Boxen, wenn da mal eine Probe drin war, die ich nicht direkt ausprobiert habe, aus Adventskalendern und. Also es sind wirklich relativ kleine Proben, die ich hier habe und ja, die wollte ich dir einfach mal vorstellen und zeigen und dann am Ende auch sagen, was ich damit vorhabe. Ja, also startet heute quasi auch ein kleines Projekt, was ich dir vorstellen möchte. Ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich werde jetzt erstmal alle Proben entsprechend sortieren, damit ich dir die auch so ein bisschen kategorisiert vorstellen kann und nicht so wild durcheinander. Ich finde dann, ja, kriegt man das gar nicht so ganz auf der Kette, finde ich, ne? Also meine Meinung. So, ich habe das jetzt alles soweit erstmal ein bisschen sortiert und dann würde ich einfach mal anfangen. So ein bisschen gehe ich jetzt von Kopf bis Fuß. Das heißt, ich fange an mit den Haaren. Da habe ich hier von Avapool einmal das Keratin Intensive Treatment, eine restrukturierende Intensivpflege. Ja, das soll dann einfach wahrscheinlich so ein Haarserum sein, mehr oder weniger. Dann habe ich dreimal hier das Moisturizing Leather Shampoo, ultra reichhaltiger Farbschutz. Ja, ich denke, dass man das auch nehmen kann, wenn man keine gefärbten Haare hat. Ich habe ja naturblonde Haare, ich bin eine Blondine durch und durch, außer die blauen Augen, die habe ich nicht. Ja, und achso, das ist übrigens von Paul Mitchell. Genau, das habe ich dreimal. Dann habe ich zweimal von Desange Professional Hair Luxury eine Anti-Breakage Defense Anti-Haarbruch-Stärke-Kur. Ja, ne, das sind ziemlich große Proben. Die hatte ich auch mal irgendwie in der Zeitschrift mit drin oder so. Dann habe ich hier von L'Oréal El Vital das Öl Magique. Das ist so ein Haaröl. Oh, das ist also alles irgendwie in der Zeitschrift mit drin. Ne? Das kennt man ja. Das sind diese typischen Zeitschriftenproben. So, wenn ich von dem Kopf weitergehe, komme ich ins Gesicht. Und ja, beim Gesicht habe ich tatsächlich auch mit die meisten Proben. Ich hätte eigentlich gedacht, ich hätte mehr Parfümproben. Aber ich würde sagen, so vom Haufen, von der Haufengröße her, habe ich definitiv mehr Gesichtsproben. Da habe ich hier von Balea Q10 eine Antifalten-Nachtcreme. Die hatte ich, glaube ich, in einem Adventskalender mit drin. Das ist so ein ultra niedlich kleines Pöttchen. Ich hatte die ja mal in groß und jetzt habe ich die hier in mini, mini klein. Richtig süß. Das sind auch nur 5 Milliliter, ne? Ist eigentlich auch schnell aufgebraucht, so ein Ding. Dann habe ich hier von Vichy die Lift Active Collagen Specialist Creme. Das ist ja einfach eine kollagengebende Creme fürs Gesicht. Dann von Kurkuma Turmeric, nee. Double Serum? Nein, von Clarins habe ich zweimal dieses Double Serum Hydric and Lipidic System. Also das sind irgendwie auch hier zwei Sachets immer da drin, ne? Also es ist halt doppelt. Und das knickt man irgendwie in der Mitte und dann gibt man sich das zusammen auf die Hand. Ich weiß nicht, warum man sowas nicht zusammen dann macht. Also finde ich auch sehr interessant. Es ist halt auch jeweils einmal eine Anwendung. Dann habe ich hier von Biotherm 7-mal die Blue Therapy and Red Algae Uplift Creme. Also das ist 7-mal, ne? Hatte ich, als ich bei Douglas bestellt habe oder bei Flaconi mit dabei. Tatsächlich alle 7 auf einmal so als 7-Tage Ausprobiertest, wie auch immer. Weil man dann halt entsprechend eine Besserung empfinden sollte. Von Lancôme habe ich dieses Renergie Multilift, so eine Creme, die hat man auch öfters schon mal in groß gesehen und jetzt habe ich hier halt eine Probe von. Das ist eine leichte Antifaltencreme für straffe Haut und Konturen. Ja, hat mein Gesicht keine Konturen? Würde ich schon sagen, dass mein Gesicht eine Kontur hat und nicht mit dem Hintergrund verschmilzt. Dann habe ich hier von Elizabeth Arden. Das hatte ich dabei, als ich mir Proben aussuchen durfte bei
Douglas, glaube ich. Und zwar ist das sind das so Ceramidkapseln. Und auch das ist halt antifalten. Und da sind nur zwei Kapseln drin, von denen, die man hier so sieht. Dann habe ich zweimal von L'Oreal dieses Revita Lift Filler HA. Keine Ahnung, was das heißt. Es ist so eine Nachtcreme. Anti-Age-Schlafcreme. Ja, damit die Haut ordentlich entspannen kann über Nacht. Dann habe ich auch zweimal von Nivea Q10 Power Antifalten und reduzierte Sensibilität. Auch das jeweils eine Anwendung. Man sammelt die ja irgendwie an mit der Zeit, ne? Man hat so seine Produkte, die man im Schrank stehen hat. Und wenn du dann eine Parfümprobe oder was auch immer mit drin hast, dann packst du die einfach in eine Box und packst die rein und packst die rein. Und die Box wird voller und voller und voller und hört einfach nicht auf zu wachsen. Dann habe ich nochmal zweimal von Clarins ein extra Firming Tagescreme Moped. Ja, mit Fleur Kangaroo. Gibt es eine Känguru-Blume? Weiß ich nicht. Ist das die Känguru-Blume? Auf jeden Fall soll es das sein. Und das soll machen. Straffende Anti-Age-Tagescreme für jeden Hauttyp. Die ideale Tagespflege für eine sichtbar straffere Haut. Mit Clarins Anti-Pollution-Komplex morgens auftragen. Jo. Kann man mal ausprobieren. Und dann habe ich von Sebamed Pro das Vitalserum verleiht der Haut neue Energie, mindert feine Fältchen mit probiotischem Pflegekomplex. Auch das, ich weiß nicht, kannst du entweder morgens oder abends nehmen, ne? War auch irgendwo mal mit dabei. Das hier war auch mal in der Zeitschrift Balea Beauty Therapy Tagescreme. Das habe ich noch nie irgendwie als große Creme gesehen, glaube ich. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier von die Creme mit Lichtschutzfaktor 15, also eine Tagescreme. Und hier habe ich von L'Oreal Skin Expert Hydra Genius Aloe Water The Liquid Care für normale Haut bis Mischhaut. Auch das wieder so ein Serum, Gesichtsserum. Ne? Dann habe ich hier noch so eine Augencreme, Mission Perfection für die Augen mit Acerola. Auch das fand ich echt interessant. Auch von Clarins. Auch das hatte ich, glaube ich, bei einer Bestellung halt gratis damit dabei. So, wenn wir dann mit der Gesichtspflege fertig sind, gehen wir weiter zu Teint. Da habe ich einmal von Garnier von der BB Cream in der Farbe Light Clair eine Probe mit drin. Das müsste meine Haut sein. Nicht meine Haut, das müsste mein Hauttyp sein. Ja, deswegen werde ich das auch mal ausprobieren müssen. Ich glaube, ich habe das aber noch in groß da und das fand ich bislang nicht so gut. Ich fand das immer irgendwie so krümelig, aber naja. Dann habe ich hier von Yves Saint Laurent eine All Hours Foundation. 24 Stunden Longwear Flawless Matte. Und das ist die Farbe B50 Honey. Und ich glaube, das wird etwas dunkel für mich sein. Kann man aber definitiv mal ausprobieren. Dann habe ich hier von Benefit von dem Professional zweimal diese Probe. Den habe ich in groß. Das heißt, diese Pröbchen werde ich dann demnächst mal irgendwie in ein Verlosungspaket oder sowas mit reinpacken, dass jemand anders das austesten kann. Weil wenn ich das in groß habe, brauche ich das nicht noch als Probe haben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann habe ich hier von BH Cosmetics eine Foundation-Probe. Ja, das ist die Farbe 212 Light Olive. Ich weiß nur nicht, welche Farbe das dann sein soll von denen, die da abgebildet sind. Moment, hier hinten steht irgendwas drauf. Okay, das ist der Farbton. Könnte passen. Mal gucken. Dann habe ich von Maybelline Fit Me Matte and Poreless in der Farbe 120 Classic Ivory eine Probe mit dabei. Auch das Make-up habe ich nie ausprobiert. Und hier auch noch eine letzte Foundation-Probe von Lancôme. Teint Idol Ultra Wear. Ja, auch 24 Stunden. In der Farbe 03 Beige Diaphane. Ja, auch wieder in so einer relativ großen Umverpackung. Dürfte aber auch ein bisschen dunkel sein, ne? Beige. Ich bin eigentlich eher so der Light-Typ. Naja, das waren dann auch noch die Teint-Produkte. Dann habe ich hier noch was für Teint, aber das könnte, also das ist Self-Tanning. Das muss ich auch nochmal ausprobieren. Von Bronze Express eine ja, Gesichts
Selbstbräuner-Lotion. Und da habe ich, vor sowas habe ich ja immer Angst, ne? Weil ich bin ja immer etwas ungeschickt, was solche Produkte angeht, die ich halt noch nie verwendet habe. Und ich habe keine Lust, dass ich dann so orange aussehe oder so. Habe ich ein bisschen Respekt vor. Aber könnte ich auf jeden Fall mal ausprobieren, vielleicht. Mal gucken. Wie man sowas auch anwendet, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Also das, ne, muss ich mal schauen. Aber das wollte ich vielleicht mal mit euch zusammen austesten. Deswegen ist es auch noch da. Jo. Dann gehen wir mal weiter zum Bereich Körper. Und da habe ich einige Bodylotion-Proben. Zum einen von Art Deco, Senses Asian Spa, Asian Neroli and Sandalwood. Eine hydratisierende Bodylotion. Genau. Hier steht auch noch was drauf. Hydrating, ja, genau. Da ist die drin. Jo. Stellen Sie Ihre Ruhe. Ich mach's mal so rum, ja. Stellen Sie Ihre Ruhe und Anmut mit der Deep Relaxion Spa-Serie wieder her. Für Momente der Ruhe und Entspannung. Okay. Anmut. Wie zum Henker soll eine Bodylotion mir Anmut verschaffen? Sowas habe ich doch eher durch mein Wesen, aber doch nicht durch eine Bodylotion. Egal, werde ich ausprobieren. Vielleicht bin ich dadurch dann enorm anmutig. Ich bin eher tollpatschig als anmutig, ne? Egal. Dann habe ich hier noch von Rituals, The Ritual of Ayurveda, eine Balancing Body Cream. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal ausprobiert und ja, habe sie halt nochmal da. So, dann habe ich hier noch zwei Pröbchen von Freiöl. Das ist einmal ein Figur-Shaping-Öl. Das ist eine ziemlich witzige Probenverpackung, würde ich sagen. Und ein Pflegeöl, einfach Skincare verwöhnt und regeneriert. Auch das sind immer nur so Einmalanwendungen, ne? Aber trotzdem, man schafft es so wenig, das dann aufzubrauchen. Das ist irgendwie bekloppt. So, dann habe ich hier einmal ein Aloe Vera Cool Gel. Also das ist mehr so, wenn du einen Sonnenbrand hast und dann so eine Art Linderung davon brauchst. Und ja. Deswegen habe ich das halt noch nicht verwendet, weil ich das bislang nicht brauchte. Und dann nochmal von Hildegard Braukmann eine Medilan-Creme. Ja, sowas würde ich verwenden, wenn ich auch wirklich irritierte Haut hätte, zum Beispiel an den Schienbeinen oder irgendwo eine wunde Stelle oder so. Habe ich bislang halt nicht benötigt. Deswegen ist es noch da. So, dann habe ich hier noch von BioSelect eine Olive Hand Cream. Die habe ich einfach noch nicht verwendet, weil es halt eine Handcreme ist und ich einfach eine riesengroße Handcreme-Sammlung noch habe, ohne es zu wollen. Sie sind einfach irgendwie alle aufgetaucht und waren auf einmal da. Und wenn man sie dann alle zusammenträgt, denkt man sich, wo kommt ihr denn her? Wie konnte das nur passieren? Ich habe doch nur zwei Hände. Naja, auf jeden Fall ist das eine leichte Handcreme oder soll das eine leichte Handcreme sein? Und auch das hier ist doch nur eine Einmalanwendung. So, und jetzt kommen wir zu den Parfümproben, die ich so habe. Da habe ich einmal von Joop das Wow Eau de Toilette. Genau, das ist hier drin und ich finde, es ist eigentlich ganz cool, ne? Ja, dann habe ich hier. Ja, das ist auch nur eine Einmalprobe von Dolce & Gabbana, The Only One. Auch so eine, das sieht ziemlich cool aus, wenn ich das jetzt in die Kamera halte, ne? Das ist aber nur so ein flaches Ding. Genau, das war auch mal in der Zeitschrift mit drin. Dann von 4711, Remix Cologne, Edition 2018. Das habe ich mich einfach noch nicht getraut zu benutzen, weil ich Angst habe, da irgendwie ein bisschen komisch mit zu riechen. Ja, dann habe ich hier von Horencia Eau de Parfum. Ein Parfüm mit dabei, das fand ich auch mega schön eingepackt. Das war auch mal mit in einer Beauty-Box, weil du schiebst es halt so hoch und dann hast du hier oben diese Probe drin. Das ist einfach hübsch, ne? Ja, mit Bergamotte, Rose, Chiodi, Di, Garofano, keine Ahnung, Ambra. Ja, ne? Wird dann ein etwas orientalischer, holziger Duft sein. Dann habe ich hier tatsächlich von Alien dreimal eine Parfümprobe. Ich weiß, wie das riecht und ich weiß, dass ich das ziemlich geil finde. Das heißt, ich denke, dass ich die hier dann auf jeden Fall irgendwie weitergeben werde. Jo, warum eigentlich nicht, ne? Ist dann einfach mit dabei. Dann habe ich hier von Dior das J'adore von Dior Eau de Parfum. Auch das wollte ich mir mal erschnuppern. Das soll ja schön sein, ne? Muss ich mal gucken. Dann habe ich La Femme von Prada, Eau de Parfum,
Tüdelü, ne? Auch ein Brötchen. La vie est belle, l'éclat von Lancôme. Ich weiß nicht, ist das La vie est belle, l'éclat anders als das normale La vie est belle? Ich glaube schon, ne? Deswegen muss ich das mal riechen, weil das La vie est belle habe ich ja in groß da und finde es super, benutze das jeden Tag gefühlt, wenn ich gerade nicht ein anderes. Oh, jetzt habe ich irgendwas weggeschmissen. Wenn ich nicht gerade irgendwas anderes benutze von den Parfüms, die ich da habe, dann habe ich von Acqua Delgada Itinerario Olfativo, glaube ich. Heißt das? Ja, schwere Geburt. Genau. So sieht es aus. Keine Ahnung. Sagt mir so gar nichts. Diese Marke habe ich auch noch nie gehört. Wollte ich auch mal ausprobieren. Dann habe ich von Dior das Joy. Hier auch noch als Parfümprobe mit drin. Finde ich, ja, ganz ansprechend, ne? Ist es rosa? Und tatsächlich, last but not least, habe ich von Cartier Déclaration das Eau de Toilette mit drin. Und auch das ein kleiner Mini-Pumpspender. Ja. Das waren jetzt meine Proben, die ich hier so Stand jetzt habe. Mein Plan ist es, dass ich versuche, diese Box so klein wie möglich zu halten, wenn nicht sogar komplett leer zu kriegen, was schwierig wird übers Jahr. Weil sich ja immer mehr dann wieder auch ansammelt. Ne? Man kriegt ja immer wieder was Neues dazu und dann ist es immer schwierig. Also mein Plan ist es auf jeden Fall, dass ich euch jeden Monat fünf aufgebrauchte Proben präsentiere. Fünf. Wir halten das an dieser Stelle fest. Fünf muss ich jeden Monat davon testen. So, ja, und ich denke, dass ich das schaffen sollte. Also 5 ist auch ein realistisches Ziel und man sollte jetzt nicht sagen, nein, ich möchte unbedingt jeden Monat 20 Proben und keine Ahnung, so viel habe ich auch gar nicht davon mal ab. Aber ja, ich glaube, 5 ist eine ganz gute Zahl, oder? Ja, so machen wir das. Ja, mein Deal. Und die 5, die ich mir für Januar raussuche, auch wenn wir jetzt heute den 20. Januar haben, wo ich jetzt das Video drehe und ich nicht mehr allzu lange habe, um die Proben zu testen, schaffe ich schon. Habe ich mir jetzt rausgesucht, einmal von L'Oréal dieses Hydrogenious Aloe Water. Das ist quasi ja, so eine Art Serum, was man sich dann nach der Reinigung aufgibt. Dann habe ich von Freiöl dieses Pflegeöl, was verwöhnt und regeneriert. Dann habe ich von L'Oréal das Öl Magique Haaröl mir rausgesucht. Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Haare davon fettig werden, aber mal gucken. Und dann habe ich hier von Desange diese Anti-Haarbruch-Stärke-Kur mir rausgenommen. Und von BioSelect die Olive Hand Cream. Das schaffe ich. Ihr Lieben, das war dann auch schon meine Probensammlung. Ich bin wirklich gespannt, ob ich die dann auch aufgebraucht bekomme. Ja, verfolgt mich. ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Beauty-Sammlung-Playlist, hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!